Ich sehe trotzdem. Lu? Kommt der Lehrling mit dem Schweißgerät rein? Im Traktor tue ich auch. Ja, wenn dann gleich beides. Gewicht war ich. Und nein, ich habe nicht verkauft. Nicht so wie ich, ja. Scheiß-Taste. Alter, und schon wieder leer. Irgendwas hat gekindet. Oh, Schaukel, Schaukel, Schaukel. Schaukel. Alter, mit dem Drescher hier lang wird schon echt heftig, oder einen etwas breiteren Traktor. Mit den Schlaglöchern oder was? Nee, es ist so mega schmal die Straße, aber richtig schmal. Also wenn du lang fährst, stehen die Reifen eigentlich schon links und rechts über. Das nennt man Management. Wenn es an solchen vier Stellen ist, wenn rechts und links angesät ist. Boah. Wusch, wieder voll in die Knie gegangen. Weißt du, wenn du nicht ausweichen kannst und einer von vorne kommt oder so? Ja, da hast du da auf jeden Fall ein Problem an der Stelle. 11 km/h fahren. Schepper? Bist du vom Stuhl gefallen oder was? Ich habe was gegen Richtung Türe geworfen. Achso. So, nächste Fliege erwischt. Meine Große hat nämlich gegessen, soll ins Bett gehen. Jetzt ist sie bei mir vor der Tür. Achso. Und macht und redet mit der Türe. Warte mal, bin gleich wieder da. Ja. Wie der hier aber auch auf dem Feld rumschaukelt, da echt heftig.
Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, haben wir heute auf jeden Fall schon mal bisschen was gerissen. Steckt schon sehr viel Arbeit drin auf jeden Fall. Auch wenn wir nicht dazu kommen, noch was anzusehen, beziehungsweise groben Düngen, ansehen, nochmal düngen, wird wahrscheinlich nochmal genauso viel Zeit bei drauf gehen. Obwohl vielleicht, ja, obwohl doch, ich denke schon, weil arbeitsschritttechnisch sind das zwar mehr, aber halt, man ist schneller mit den Geräten auch unterwegs. Wir schauen mal. Es wird auf jeden Fall vorangehen. Und wenn wir dann irgendwann mal alles angesät haben, dann nimmt auch hier der Rest seinen Lauf. Dann können wir uns irgendwann mal Tiere holen oder relativ zügig, weil wir können, glaube ich, also anhand der Felder, die wir haben, glaube ich, auch erstmal alles uns holen, was wir auch brauchen für alle Tiere. Für die Kühe brauchen wir, also wir haben eine Wiese dann fertig, da können wir Gras und Heu holen, Silage draus machen, damit wir vielleicht nicht unbedingt den Mais häckseln müssen, aber wir können ein Maisfeld machen, wir können ein Haferfeld machen, dann hätten wir auf jeden Fall die Pferde, die Kühe versorgt, Schafe sowieso, wenn wir die Pferde und Kühe versorgen, können wir auch die Schafe versorgen, weil Gras und Stroh haben wir auf jeden Fall auch am Start. Dann fehlen eigentlich nur noch die Schweine, wo wir, gut, bei den Schweinen wird es halt schwer, die zu versorgen, weil Mais oder, was war das noch? Mais oder Sonnenblumen, Soja oder Raps und Weizen oder keine Ahnung. Ein Großteil davon werden wir ja haben, allerdings wird es mit den Erdfrüchten schwer. Ja. Ja, sagt er. Aber halt, eigentlich können wir die, also bis auf Schweine, uns auf jeden Fall alles gönnen und die auch schon komplett versorgen. Das ist schon gut. Und dann machen wir auch gut Geld damit, denke ich. Ich weiß nicht, was die Milch im Verkauf bringt von den Kühen. So, auf jeden Fall habe ich das Feld hier erstmal fertig. Aber ich Ja, denke aber schon, dass sich das rentieren wird. da gibt es ja auch Gefäße und anderen Zeug, wo du die zwischenlagern kannst. Wir haben einen ziemlich großen Anhänger. Da geht erstmal ordentlich was rein. Ich glaube, alleine im Kuhstall selber kannst du schon richtig was einlagern. Ja, wenn es nicht diesen komischen. Also ja, den Verkauf gibt es ja nicht mehr um 0 Uhr, oder? Ja. Weiß ich nicht, ich glaube nicht, ne? Nee, gibt's nicht. Du musst wegfahren, glaube ich. Ja, korrekt. Weil selbst, also ich bin da bei der Felsbrunnen auf Nummer sicher gegangen. Ich habe mir da diese Kanister, die Container da, die es für Gülle gibt. Die gibt es auch in Weiß für die Milch. Ja. In so ein Ding habe ich die Milch gebunkert. Wenn ich hier jetzt mal mit meiner Fahrtrichtung ein bisschen klarkommen würde, wäre das toll. Wieso das? Ja, der wollte gerade irgendwie diagonal übers Feld fahren, das wollte ich aber nicht. Warum denn nicht? Ist mal ein bisschen anders. So, 0 Grad haben wir hier in etwa. Das ist aber wirklich diagonal. Ja, dann machen wir das halt. Anders geht's ja nicht. Jetzt machen meine Kinder bitte mal Freunde zu essen. Essen. Geht nicht so Meine viel von Große Essen, ich habe meinte, Hunger. ob mich fragen zu müssen, ob Zimmer aufräumen. Ob sie was? Ob ich ihr Zimmer aufräumen. Ach so. Ja, das ist gut. Kannst du ruhig mal machen. Danke, aber nein, danke. Lego Duplo da ganz Boden verteilt. Ob ich mithelfen kann, alles zusammen zu kurz alles zusammengeschrieben. Muss ich schaffen. Ja.
Na, wie weit bist du auf deiner 46? Hälfte habe ich. Oh, sehr schön. Halt, muss kurz unterbrechen. Eigentlich fällt mir auch gerade ein, hätte man schon, hätte auf jeden Fall schon eigentlich einen Helfer auf dem Feld jagen können, der düngt. Verschwendete Zeit schon wieder. Oh, riecht's schon nach Essen. Oh. Oh. Ich überlege gerade, ob wir einen Helfer schon mal aufs Feld jagen, der düngt. Könnte man machen. Ja, eigentlich schon. Das wäre sonst verschwendete Zeit, ne? Wobei dann in der Zeit, bis ich da mit dem Helfer durch bin, dass der da auf dem Feld ist. Nimmt er das dann nach dem Kalken? Ja, oder? Ja, macht er. Aber in der Zeit kalke ich halt nicht weiter. Ist eigentlich auch wieder versch. Ja, ist beides Kacke. Warum kalkst du weiter? Kein Drescher oder kein Fahrzeug oder was? Doch, aber hier den Helfer anmachen, ist, glaube ich, auch uncool. Da muss ich das auch wieder nacharbeiten. Obwohl, doch, könnte ich gleich machen. Ich habe ja jetzt hier gleich gerade Bahn. Ja, oder du? Geh doch. Oh, gegen eine Mauer gefahren, eine unsichtbare. Vielleicht stimmt er dann einfach eher durch die Map. Ja, das ist halt die Scheiße, wenn der irgendwo anhält oder so, der. Du musst, ich weiß, wie es funktioniert. Du musst einmal einen Kreis fahren, also einmal ein Vorgewende fahren und Vorgewende nimmt er dann eine Grenze. Okay. Schon mal gekalktes oder gedüngtes hier Grundstück Erde, Grund und Boden oder wie man es nennt. Ja. Das Gebiet, was schon irgendwas bekommen hat, da hält er an. Dann wird das schwer, wenn das schon gekalkt ist. Jetzt ist der auch noch leer. Oh Mann, ey. Hätte ich das Stück nicht noch schaffen können? So ein kleiner Fussel hier. %55 habe ich hier nur noch drin. Ui. Ja, der wird auf jeden Fall leer. In dem Überladen. Oh, Ja. na knapp. Da geht noch mal ein halber drauf. Ja, der wird auf jeden Fall leer und dann kann ich auf jeden Fall auch noch mal nachholen. Ja, das, was übrig bleiben. Ja, und das. Zelte kann ja wieder ins Bunker. Richtig. Die Überladewagen ist auch so mega praktisch. Also ich nutze noch auf der nordfriesischen Region. Ist ohne, das ist den ja. Vor allem der hier mit dem beweglichen Arm auch noch dazu. Mega Ja. geil. Muss man nicht so ultra dicht dran fahren, weil der Arm fest ist. Wie bei den Nee, meisten. der hat oben so einen Kopf, den kannst du bewegen dann. Ja, den ganzen, du kannst den ganzen, das ganze Rohr runterklappen. Musste Ja, sogar, weil genau. sonst kippt der nicht. Ja. Jetzt habe ich hier noch einen Fussel vergessen. Ja, beim Cosplay ging dann noch so einen Haken zu setzen, diese Position speichern. Okay. Sonst funktioniert das nicht bei, ja, im Sitzen Stimmt. normal. Ja. Sonst würde er jedes Mal da so ranfahren, dass nicht abkippen können. Genau, dann fährt er ran, will abkippen und fährt einfach voll weiter. Und beim Drescher bleibt er dann spätestens stehen, so nach dem Motto, ja,